im virtuellen Spieleladen der The Witcher-Macher. Bei GOG, auch genannt Good Old Games, läuft zurzeit der Summer Sale. Ja, im Mai, im Noch-Mai. Etwas komisch aber, es gibt tolle Spiele, deutlich reduziert. Und GOG ist sowieso zu erwähnen, denn da gibt's abseits von tollen Angeboten, preislich gesehen, auch sonst tolle Angebote. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wurzelsonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 23. Es gibt Steam, es gibt Uplay, es gibt Origin, es gibt den Epic Game Store und es gibt noch ein paar andere Konsorten. Aber es gibt eben zum Beispiel auch GOG, Good Old Games. Ist auch so ein Laden wie zum Beispiel Uplay, Origin oder eben Steam. Da kann man sich Spiele kaufen. Da gibt es auch hin und wieder ein paar tolle Angebote, weil halt gerade wieder ein besonderer Verkauf läuft. Summer Sale im Mai. Gut, das mal zur Seite geschoben. Aber GOG, finde ich, ist zweierlei sehr erwähnenswert. Aktuell eben, weil die da eine große Aktion am Laufen haben. Andererseits machen die auch etwas besonders. Punkt 1. Ihr kennt doch alle DRM, oder? Digital Rights Management. Da steckt unter anderem auch der Kopierschutz drin, den man bei Steam hat. Bei Steam, oder wenn du ein Spiel halt im Laden kaufst, das an Steam gebunden ist, dann musst du halt Steam herunterladen und es damit verknüpfen. Und bei GOG gibt es zumindest diesen Zwang nicht. Du kannst bei GOG ganz ohne Kekse dir ein Spiel herunterladen und das dann einfach in der Theorie so oft wie du willst vervielfältigen und zum Beispiel deinem Freund geben. Ohne Kekse. Aber das ist das eine. Das andere ist, bei GOG gibt es einfach tolle Extras. Wer schon seit vielen Jahren Spiele spielt, der wird noch die Spiele in den Pappschachteln in den Läden kennen, wo zum Beispiel auch ein 100-seitiges Papierhandbuch drin war. Ein echtes Handbuch zum Anfassen und zum Drinblättern. Und vielleicht noch hier und da ein anderes Extra. Und das gibt's bei GOG zum Beispiel auch. Mal als Beispiel, werde ich mal eben einblenden, Stronghold gibt's dort zum Beispiel auch in der HD-Version. Da gibt's dann eben auch Extras wie zum Beispiel ein 67-seitiges Handbuch. Oder eben, ob man es jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es gibt da auch HD-Hintergrundbilder. Oder eben, auch sehr schön, man kann sich da den Soundtrack herunterladen. Das sind einfach Bonusinhalte. Für mich ist GOG zum einen eben auch wie in alten Zeiten Spiele in solchen großen Pappschachteln kaufen. Also, bei GOG das Besondere, da gibt es keinen Kopierschutz. Da gibt es tolle Bonusinhalte, wie in alten Pappschachteln. Aber allen voran, und das macht GOG, oder das hat die einfach damals so besonders gemacht, als sie damit angefangen haben, die haben einfach Spiele aus dem letzten Jahrtausend für aktuelle Betriebssysteme auf Vordermann gebracht. Wer kennt's nicht, ihr habt vielleicht noch ein Spiel aus dem letzten Jahrtausend im Regal stehen, habt's mal eingelegt und es hat sich nicht installieren lassen. Irgendein DirectX-Fehler oder das Spiel hat sich installieren lassen, ihr habt's geöffnet, aber es gab diverse Grafikbugs oder es gab einfach einen schwarzen Bildschirm und im Hintergrund lief der Soundtrack vom Spiel und das war's. Und das hat sich GOG eben vor vielen, vielen Jahren, damals, als sie angefangen haben mit ihrem virtuellen Laden, einfach auf die Fahne geschrieben, dass sie einfach die alten Spiele auf Vordermann gebracht haben. Ein Stronghold zum Beispiel, das kam damals nicht im 16:9 Bildformat daher, nee. Das hat zum Beispiel GOG dann angepasst und auch viele andere Sachen. Zum Beispiel dann eben auch Grafikfehler behoben, sowas eben angepasst, dass man dann einfach die Spiele auch soweit wieder auf aktuellen Systemen spielen kann. Und für eben Leute, die aus dem letzten Jahrtausend noch Spiele haben, die eben nicht mehr funktionieren, ist GOG dafür einfach eine Goldgrube. Was es da für interessante Spiele gibt. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Stronghold ist zum Beispiel das eine. Oder eben auch aktuelle Spiele gibt es da auch. Natürlich allen voran auch die komplette The Witcher-Reihe ist ja von denen. Oder dann eben auch bald dann Cyberpunk 2077 oder eben jetzt auch eben mit diesem Summer Sale Metro Exodus und zwar in der Gold Edition mit allen DLCs oder eben auch Prey mit allen Zusatzinhalten. Das ist echt eine tolle Sache.
Es gibt zwar nicht so viele Spiele wie eben bei Steam, aber es gibt da wirklich teilweise schon ein paar tolle Leckerbissen. Und ich für mich schaue eben, wenn ich mir ein neues Spiel zulegen will, zuallererst, ob ich das auch auf GOG finde. Und auch wenn es da etwas teurer ist, einfach für das tolle Angebot, was die eben in Summe machen, bin ich dann auch bereit, etwas mehr Geld hinzulegen. Einfach, weil es mich sehr anspricht, was die Jungs und Mädels da so anbieten. Und wenn ich da einfach mal auf meine aktuelle Wunschliste schaue, da sind zum Beispiel auch die alten Tomb Raider-Spiele, die sind da zurzeit verdammt günstig. Das wäre vielleicht mal ein besonderer Anreiz, die endlich mal herunterzuladen, sich zu kaufen und dann vielleicht irgendwann mal zu spielen. Und das eben angepasst, sodass die auf dem heutigen System einfach funktionieren. Also da muss ich schon sagen, juckt es mich schon teilweise sehr in den Fingern. Mal gucken, wie und bei was ich da zuschlagen werde. Zum Beispiel Flatout 1 und 2 habe ich da auch in meiner Wunschliste mit drin. Einfach, wenn man das Spiel dann halt als Kopie bei sich auf der Festplatte liegen hat. Das kann man bei Steam auch machen. Spieler, also eine ganze Festplatte zum Beispiel als Steam-Datenbank horten, aber weiß nicht, bei GOG ist es irgendwie, du hast auch die Wahl, also du kannst da zum Beispiel auch diesen Launcher von denen installieren, so wie bei Steam, dann kannst du dann automatisch auch die Updates herunterziehen lassen. Du musst das nicht so in Anführungszeichen teilweise umständlich machen, dass du dann jedes Mal selbst gucken musst, ob das aktuelle Spiel wieder ein Update bekommen hat und das dann einfach wieder händisch machen. Das musst du nicht. Man kann, wenn man will, auch dieses, ich sag mal, Steam in der Lite-Version herunterladen und dann eben Updates automatisch ziehen lassen. Aber man kann eben auch komplett ohne ein Zusatzprogramm Spiele starten und das finde ich ist eine echt tolle Sache. Aber allen voran eben wegen des tollen Angebots. Spiele, die man vor 20 Jahren gespielt hat, die man heute nicht mehr spielen kann, weil sie eben nicht mehr funktionieren. Das zum einen, dass die einfach laufen. Oder eben, dass man eben noch tolle Zusatzinhalte zu den Spielen dazu bekommt. Einfach eine tolle Sache. Kannst nur jedem empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und stöbert einfach mal bei GOG. Sucht einfach mal nach einem Spiel, das ihr vor 20 Jahren gerne gespielt habt und schaut mal, ob das auf GOG erschienen ist. Und wenn ja, dann kann ich euch fast schon versichern, dann werden eure Augen ganz schön leuchten. Also, GOG ist eine tolle Sache, finde ich zumindest. Aber Steam ist auch nicht verkehrt. Was ich bei Steam zum Beispiel ganz toll finde, ist der Steam Workshop, wo man einfach die Mods ganz einfach herunterladen und automatisch installieren lassen kann und auch einfach wieder entfernen kann. Das ist für mich zumindest bei Steam eine verdammt gute Funktion, die es anbietet. Aber genug geschwafelt. Ich wünsche euch wieder eine schöne neue Woche und viel Spaß beim Durchstöbern von GOG nach alten Spielen. Oh ja. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.